Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. In der letzten Folge haben wir, ich muss mal gerade gucken, was ist denn? Nee, okay, ist alles in Ordnung. Ich dachte gerade schon, da wäre irgendwas, aber es ist nicht. Ich dachte, da wäre eine Fehlermeldung. So, in der letzten Folge haben wir, ach du Scheiße, die letzte Folge war nicht, nee, das war nicht die verbuggte Folge, also die verfehlte Folge, sondern in der letzten Folge haben wir den komischen Typen da verfolgt und haben dabei noch einen Laden repariert. Und ich sehe gerade, hier ist auch noch ein Laden, der noch nicht repariert ist, nämlich ein Arzt. Alter, ist ja geil. Haben wir schon das nächste Geschäft repariert? Ich glaube, so langsam haben wir dann auch schon fast alle, oder? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt gleich mal da unten auf die Bank. Heilung, Gesundheit, Egel. Oh, okay, zwei Ärzte fehlen uns noch. Gut, aber wir können mal gerade schauen, können wir uns vielleicht ein bisschen was kaufen? So medizinmäßig, ich muss mal gerade mein Handy noch lautlos machen. So. Können wir uns was kaufen? Apothekenbedarf, Gegenstände verkaufen, Geschäftsauftrag, Medizin, ja, 6 von 10. Ja, ich hätte sie vielleicht auch komplett auffüllen können. So, auf geht's. Ob ich schon Medizin, ist immer gut. Ah ja, viel besser. Ja, ja, einfach der Hammer. So, dann gehen wir nochmal kurz auf die Bank, holen unseren unglaublichen Reichtum ab. Aus dem Weg, bitte. Alter. Ach ja, ja, na, ich bin der Grobian und ihr habt mich aufs Maul gehauen, oder was? Ist klar. Ihr habt mich auf den Boden gehauen, so rum, nicht aufs Maul. 36.000. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Vielen Dank. 68.000 haben wir jetzt. Ist ordentlich, aber damit können wir noch lange nicht die ganzen Gebäude reparieren, die wir uns noch holen wollen. Hm. Da ist der Schmied, da wollen wir aber nicht hin. Und ihr habt ja gesagt gehabt, mit Anbeginn der nächsten oder mit Anbeginn der letzten Folge endet auch das Open World so ein bisschen, weil ihr habt ja gesagt, man ist dann eingeschränkter, weil es dann halt auch langsam Richtung Ende zugeht. 89% haben wir, sehr schön. Und deshalb dachte ich mir jetzt, wir werden jetzt nochmal zurückreisen zu den Aquädukten. Wir müssen noch irgendwo ein Aquädukt haben, das wir noch nicht vollständig repariert haben. Wir fangen mal hier unten an, bei dem Ding. Irgendwo muss es da noch ein Aquädukt geben, das wir noch nicht repariert haben, weshalb wir nicht in diesen, geht mal bitte weg, in diesen Dingens kommen. Oh, Alter! In diesen, na, wie heißt es denn jetzt? In das, Romulus-Grab. So, jetzt habe ich's. Irgendwas müssen wir noch erledigen, damit wir das bewerkstelligen können. Ich weiß jetzt nicht was, da müssen wir mal gucken. Haben wir denn hier irgendwo einen Schnellreisepunkt? Ich möchte da jetzt ungern hinlaufen. Da ist einer, sehr schön. Okay, dann rennen wir da mal gerade hin. Das ist, wo genau? Ah, da hinten. Ist natürlich lustig. Ich dachte eigentlich, wir hätten alle. Weil wir das Aquädukten-Ding ja auch oben abgelaufen sind. Das sah so aus, als wenn wir alle gehabt hätten. Aber scheinbar ist es ja nicht so. Und ich glaube, als wir letztes Mal da unten hingelaufen sind, da war auch keiner. Oder? Ich meine, da war niemand. Also kein Architekt oder sowas. Den braucht man ja, um das zu reparieren. Halt, hier ist es. Aber wir schauen einfach mal. Wir nutzen diese Folge, um nochmal nach den Aquädukten zu schauen, damit wir dann auf jeden Fall noch das letzte Romulus-Grab machen können, denn ihr habt ja schon gesagt, man kriegt eine dicke Belohnung, wenn man alle hat. Und, naja, ich meine, so eine dicke Belohnung wäre doch ganz geil. Würde ich mich drüber freuen. Was kriegt man da eigentlich nochmal? War das Alter Irs Rüstung? Oder war das in Assassin's Creed 2? Ich glaube, das war in Assassin's Creed 2, ne? Wenn man alle Federn gesammelt hat oder so. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Wir spielen ja jetzt schon über 150 Folgen Assassin's Creed. Das muss man sich mal reinziehen. Ist eigentlich schon ziemlich gut. Auch wenn natürlich Brotherhood... Oh, ich sehe gerade, die Maus ist wieder im Bild. Ich schiebe sie mal gerade raus. auch wenn natürlich diese Folgen hier, also bei Brotherhood, echt ebbet war teilweise. Was mir natürlich auch sehr leid tut. Heute bin ich wahrhaft. Aber, naja. Jetzt geht's ja auf jeden Fall wieder regulär weiter mit Assassin's Creed Brotherhood. Und ich schätze mal, ich habe mir das mal angeguckt. Revelations wollen wir ja auf jeden Fall auch spielen, sofern ihr denn auch Interesse daran hättet. Könnt ihr ja mal in die Kommentare dieser Folge schreiben, ob ihr auch Revelations von mir sehen wollt oder ob ihr sagt, naja, Tobi, du hast es bei Brotherhood verkackt. Lass es einfach. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Ansonsten, würde ich nämlich Brotherhood am Computer spielen. Ja. Ich würde eine langjährige Tradition brechen. Und Revelations, ich habe ja diese Ezio-Trilogie auf dem Computer spielen, einfach, weil ich da auch einen Controller anschließen kann und einfach auch, ist hier irgendwo ein Architekt? Und einfach auch, weil ich da einfach ein bisschen komfortabler aufnehmen kann. Das wäre schon ganz geil. Ich werde mir auf jeden Fall, das habe ich auch, hier ist definitiv kein Architekt. Ich weiß nicht, wie ich das Ding reparieren soll. Ich habe keine Ahnung.
Das da ist noch grau. Die sind auch noch grau. Das da ist weiß. Vielleicht sollten wir nochmal hier hingehen. Da hole ich mir jetzt aber ein Pferdchen zur Hilfe. Glaube ich. Hallo? Pfeifen? Pfeifen? Ich kann nicht pfeifen. Vielleicht muss ich auf ein gerades Gefilde gehen hier unten. Au. Ah ja, okay. Jetzt geht's. Hallo? Stopp! So. Ja, wie gesagt, ich kann am PC ein bisschen komfortabler aufnehmen. Das geht immer ein bisschen einfacher. Und da kann ich auch ein paar Folgen mehr am Stück aufnehmen. Das ist schon besser. Und wie gesagt, da ändert sich ja für mich als Spieler ändert sich da nichts dran. Für euch sowieso nicht. Auf dem PC ist die Grafik sogar nochmal einen Tacken besser. Und vor allem ist das dann auch wirklich Ultra Full HD. Weil jetzt ist es ja so, bei Brotherhood, das wird ja nochmal durch diese Dark Crystal HD Box wird das dann nochmal so ein bisschen skaliert. Und du hast halt doch schon Qualitätsverlust. Das ist jetzt nicht immens oder das ist jetzt nicht stark, aber du hast auf jeden Fall Qualitätsverlust. Und das würde man halt mit einer PC-Aufnahme dann eben unterbinden. Da ist noch ein beschädigtes Aquädukt. Und da ist noch ein Architekt. Ah, okay, okay, okay. So, hallo. Jo, reparieren wir. Ja, und was dann auf jeden Fall auch noch der Fall sein wird, ich werde mir dann, denke ich mal, Mitte des Jahres, vor oder nach der Gamescom, ein neues Aufnahmegerät zulegen. Weil... Sagt er noch irgendwas? Ein hübsches Stück Arbeit. Jawohl. Nee, weil 6 von 8 haben wir. Weil die neue Generation der Konsolen, also PlayStation 4 und Xbox 360, unterstützen ja nicht mehr die Komponentenkabel. So wie es jetzt mit der Xbox der Fall ist. Und das heißt, damit wird die Dark Crystal Box, soweit ich das weiß oder merke oder mir vorstellen kann, wird die Dark Crystal Box halt einfach unnötig. Weil du kannst, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, nur über AV oder Komponentenkabel die Dinge anschließen und nicht direkt über HDMI. Und deshalb werde ich wahrscheinlich dann auch zu einer neuen Aufnahmebox greifen müssen. So, jetzt hatten wir aber noch ein hier ist noch ein Aquädukt. Ist gar nicht so weit weg zum Glück. Kann man wieder rüberreiten, dann passt. Werde ich mal schauen. Habt ihr da vielleicht einen Vorschlag oder so? Ich habe keine Ahnung, ich habe mich damit noch nicht so ganz auseinandergesetzt. Ich bin ja ehrlich gesagt großer Fan davon, mir einen zu kaufen, die man direkt in den PC einbaut. Das wäre natürlich noch komfortabler. Müssen wir mal schauen. Also da werde ich mal gucken, was ich da genau veranstalte. Flackert mein Bildschirm gerade schon wieder? Das kann doch nicht wahr sein. Während ich jetzt mit dem Typen quatsche, muss ich mal ganz kurz aufstehen und am Kabel wackeln. Kleinen Moment. Ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. So, Alter, da bin ich auch schon wieder, verdammt! Ich wurde bestohlen! Kann doch nicht wahr sein, hier, da gehst du mal kurz nach dem Kabel gucken und dann kommt da so ein Spacko an und klaut dich, beklaut dich. Das darf nicht sein! Gib mir mein Geld! Nein! Ach, leck mich doch! Kann doch nicht wahr sein, ich will mein Geld wieder. Das ist ein Aquädukt, du Penner. Jo! Alter. Penner. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich war's nicht. Alter, haben wir dem gerade das Genick gebrochen? Naja, jetzt räumen wir noch aus. Erst brechen wir ihm das Genick und dann räumen wir ihn aus. So läuft das. So. Okay. Alter. Hab mich gerade ein bisschen an Breaking Bad erinnert. Naja. So. Okay, wir haben jetzt noch ein Aquädukt. Und dieses Aquädukt befindet sich... Warte mal, fahren wir mal hier lang. Hier ist es schon mal nicht. Das haben wir auch. Da ist noch eins, oder was? Hä? Wo soll denn das sein? Bin ich blind? Wahrscheinlich, das wird das Problem sein. Denn das Problem sitzt ja meistens vorm Bildschirm, weil Technik ist ja normal immer gleich. Aber... Ah ja, da ist es. Okay. Ich hab's gefunden! Meine Güte! Ich dachte schon, wir hätten alle Aquädukte. Seht ihr mal. Seht ihr mal, wie viel Ahnung ich von diesem Spiel habe. Das ist wirklich... Na, lass mich mal... aus dem Weg. Bitteschön, Dankeschön und tschüss. Wie krass das früher war, ne? Stellt euch mal vor, ihr müsstet heute genau auf den gleichen Straßen laufen, wo die Autos fahren. Früher gab's scheinbar keine Bürgersteige. Das ist schon krass auf jeden Fall. Ist da auch noch... Ne, das haben wir repariert.
Ja. Ich dachte schon, da wäre wieder ein Loch oben drin. Das haben wir jedenfalls repariert. Und jetzt marschieren wir mal gerade noch schnell da oben hin und holen uns das letzte Aquädukt noch. Und dann können wir endlich, endlich dieses verdammte Romulus-Grab gehen. Das war aber auch eine Folge, ey. Alter Schwede. Den Bürger helfen? Nee, nee, jetzt nicht. Den Weibern helfen? Na, gerne doch. Bitte gehen Sie aus dem Weg. So. Wo ist denn das, Alter? Weiß ich, wenn ihr gerade einen Schlag gehört habt, dann war das wieder einer, der draußen die Tür nicht in die Hand nehmen kann. So. Hui, das ist bestimmt da oben, ne? Ja, ja. Aber ich hoffe doch mal, dass wir hier hochgeklettert kommen. Nee, kommen wir nicht. Ah. Verdammt. Gehen wir mal. Im Minecraft-Let's Play hatte ja übrigens jemand gemeint, ich spreche das jetzt hier an, weil das einfach die nächste Aufnahme ist, die ich nach dem Kommentar, nachdem ich den Kommentar gelesen habe, jetzt aufnehme. Minecraft-Let's Play hatte übrigens jemand gesagt, ich hätte was gegen Menschen aus dem Osten oder ja, Menschen. Wieso springe ich hier runter? Menschen aus dem Osten ist totaler Schmarrn. Nein. Ich möchte das Aquädukt reparieren, bitte. Ist natürlich totaler Schmarrn, nur weil ich gesagt habe, dass ich Solli-Zuschlag zahlen muss, obwohl ich im Grunde genommen, verdammt, nichts damit zu tun habe, was damals passiert ist in Deutschland, also zwecks Wiedervereinigung und sowas. Ich weiß natürlich sehr wohl, dass die, ja, ich weiß nicht, wie ich sie jetzt nennen soll. Eigentlich sind wir alle Deutsche, aber ich sag halt mal, Menschen aus dem Osten bezahlen auch Solli-Zuschlag, das weiß ich selbst. Ja, das braucht mir keiner erzählen, ich weiß das selbst. Ich habe ja auch eigentlich nur damit gemeint, dass ich ja im Grunde genommen für etwas bezahle, wofür ich nichts mit zu tun habe oder wofür ich nicht verantwortlich bin. Ja, das ist alles, was ich sagen wollte. Das hätte ich jetzt genauso gesagt, wenn wir für Norddeutsche hätten bezahlen müssen. Da wäre mir das genauso, würde ich das genauso in Frage stellen, sag ich mal. Das hat überhaupt nichts mit den Menschen im Osten zu tun. Ich habe nichts gegen die Menschen im Osten, weil die sitzen genau wie wir im gleichen Boot. In Deutschland. Im sinkenden Boot. So, aber andere Frage jetzt. Wo zur Hölle ist der verkackte Architekt? Wahrscheinlich nicht hier, weil ich gar nicht hier bin, wo das Aquädukt repariert werden muss. Sondern hier hinten. Mann, ey. Hä? Hallo? Architektenmensch? Ah, da ist er. Hallo. Jo. 2625. Seht ihr, das hat uns der Dieb vorhin geklaut, der Penner. Der wollte nicht, dass wir den Menschen hier wieder Wasser liefern. Was für ein Drecksack. So. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich. Wir haben alle Aquädukte und können jetzt endlich ins Grab. Aber da kriegst du auch keinen Hinweis oder so, ne? Ist schon ziemlich krass. Du kriegst keinen Hinweis, dass du jetzt dieses Grab betreten kannst, weil das Wasser gestiegen ist. Assassin's Creed ist schon ein hartes Spiel, muss man schon sagen. So. Wo waren das jetzt? Hier war das, ne? Ja. Okay. So. Wir gehen mal hier rum. Und dann bitte aus dem Weg. Vielen Dank. So, einfach mal dem Typen hier über die Felder. Scheiß doch auf seine Ernte. Ich glaube, da ist eh nichts angepflanzt, wie das aussah. Und dann, ups, hier rüber. Und dann sind wir auch gleich schon da. Wo ist denn hier nochmal das Grab gewesen? Was will der? Suchst du jemand? Pass auf, deine Fackel! Schade. Moment. Hat er die jetzt einfach... Mein Herr? Das macht man nicht. Eigentlich wollte ich ihn jetzt schubsen, dass er seine Fackel fallen lässt, die vielleicht, keine Ahnung, seine gesamte Existenz niederbrennt. Ah, ich bin schon ein Arschloch, ich weiß. Hui, tschüss Pferd. So, Freunde, jetzt ist es endlich soweit. Wir können das scheiß Grab betreten. Ich freue mich. Und ich will eigentlich gar nicht, weil wir das wahrscheinlich auch wieder total fail wird, aber... Hey, was soll's? Oh, ein Schatz. Geil. Hallo, Schatz. Mein Schatz. So. 1600 und jetzt, Ladies and Gentlemen, ist es soweit. Wir betreten das letzte Romulus-Grab in diesem Brotherhood-Let's Play. Puh. Das letzte Grab war ja schon heftig, als wir diese... Kantine, wollte ich gerade schon sagen. Als wir diese, diese Dingens da betreten haben. Was waren das nochmal? Hier diese päpstliche Basilika war das, glaube ich, ne? Das war schon heftig.
Oder heftigst. Aber das hier wird, glaube ich, nochmal eine Ecke härter. Ich weiß es nicht. Ich schätze mal, das ist schon so designt, dass das auch mit das letzte Grab ist. Lightwolf. Den Schrein des Romulus finden. Nichts mehr als 10 Quadrate der Gesundheitsanzeige verlieren. Wenn die schon 10 Gesundheitsquadrate vorausgeben, die man nicht verlieren darf, ne? Dann schätze ich mal, ist das schon gar nicht so einfach. So, ein bisschen Gesundheit. Ach, wir können gar nicht. Sind wir verletzt? Wir können gar nicht mehr Gesundheitsquadrate da oben machen. Oder einfach nur, damit man hier nicht bescheißt. Ich schätze mal. So, wir laufen durch die Kloake. Wir haben viele neue Rekruten gewonnen. Ich sage kaum den Namen Romulus und sie gehorchen. Bene, die Prophezeiung bewegt sie wie geplant. Gemeinsam schaffen wir religiöse Harmonie. Assassino! Ruft eure Anhänger! Oh oh. Wo geht's lang? West Virginia? Den fliehenden Anhängern des Romulus folgen. Ja, super. Ist auch super. Ach du Scheiße. Leckt mich. Oh, das ging einfach. Hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht so erwartet, dass das so einfach geht. Ja, Alter, bin noch dabei. Ihr mir gleich wieder sagt, die Entfernung zum Ziel verringern. Ich renne einfach an denen vorbei. Tschüss. Wow. Ich komme, du Penner. Ich hol dich. Der Assassine muss sterben. Romulus befiehlt es. Oh oh. Alter Schwede. Hallo. Bams. Gebt euch, was ihr braucht, ihr Penner. Zack. Und Bams. Und du kriegst auch noch was du verdient hast, mein Freund. Na komm, schlag zu. Jo! Vergießt sein Blut! Du und welche Armee? Hallo! Wieso sollten die mich jetzt aufhalten, wenn es die anderen auch nicht geschafft haben? Fragt mich das mal! Na komm! Jetzt bin ich gleich verloren! So, wie komme ich da hoch? Ah ja, okay. Ich wollte die ja eigentlich noch looten. Scheiße. Das dauert, das kostet Zeit jetzt. Das ist scheiße. Pisst euch. Verpiss dich. Junge. Voll der rote Mongo. Hui. Okay, wir schaffen es aber noch. Hallo. Ja, ja, komm. Leckt mich einfach. So, wir gehen rechts rang, weil er links runter macht. Wir kriegen dich. So, wartet doch! Bitte? Hilf dir selbst! Oh, Alter! Was für ein Arschloch, ey. Hallo! Renn lieber weg. Was? Die Behausung verlassen. Ja, komm, ich lass den in Ruhe da. Ich mach dem nix. Ach, Alter, was wollt ihr denn von mir? Ihr seid Loser, versteht das doch einfach. Akzeptiert das. Ihr habt keine Chance gegen den Assassinen, Mann. Vor allem nicht, wenn er Ezio Auditore heißt. Bams. Und dich auch noch. Und dich natürlich auch. Das ist echt ziemlich einfach in Assassin's Creed, ne? Hey, leg das wieder hin. Das ist schon ziemlich einfach in Assassin's Creed Brotherhood, das Kämpfen. Ich sag ja, also die ersten Teile waren auf jeden Fall anspruchsvoller. Wenn du im ersten Teil irgendwie gegen eine Masse gekämpft hast, da hast du eigentlich schon verloren. Also, finde ich jetzt. So. Take it! Okay, wir müssen da oben hin. Lass mich mal schauen. Wir müssen doch mit Sicherheit hier irgendwo diese Ruinen hochklettern und dann... Wo, was war das? Ach, guck mal da oben. Oh. Hallo. Ja. Dead Cake is a lie. So, hier oben gibt's nichts, ne? Außer irgendwelche Grabschaften. Können wir uns dann in die Wäscheleine hängen? Nee. Das geht schon mal nicht. Okay, warte mal. Können wir denn... Aber hier die Wäscheleine, können wir langlaufen, oder was? Ist gar keine Wäscheleine. Ach so. Natürlich.
So, und von hier aus müssen wir dann wohin? Wir müssen auf jeden Fall hier hoch, oder? Nee. Wir müssen gar nicht hier hoch. Was laber ich denn? Ja, natürlich. Ich bleibe an der Wäscheleine hängen. Komm. Guck mal, ein Schatz. Ich hätte ihn beinahe übersehen. Mein Schatz.